Manchmal wäre es ganz gut, wenn man den Platz etwas verschieben könnte. Vor der Messe muss die Neuheit noch getestet werden. Lando nochmal. Hat er eine Sender? So, hier sehen wir das Ergebnis von allzu forschen Flugstile. Mehrere hängende Gesichter, das ist im Übrigen, die an der Messe zum Einsatz kommende Maschine, ich denke, da wird einiges an Epoxidharz doch über den Tisch gerührt werden müssen. Ja, auch Helifliegen macht Spaß. Zumindest dem Kameramann. Häng da mal noch dran! Häng dran, Frau! Immerhin! So! Das wird ein Touch and Go! Nein, ein Platsch und O. Ist das jetzt die Race-Version mit gekappter Fläche? Wunderschön, wie sie fliegt, die große Anime. Runter kommen sie alle. Wirklich alle. Andere kommen erst gar nicht hoch. Deine Elemente, der alte Delphi, ist meine.
dass geteiltes Leid leichter fällt, wage ich zu bezweifeln. Ich sagte doch, runter kommen sie alle. Eine so schöne Bodenkür schafft nur die Jeep. Doppelter Rittberger. Eindeutige Bewertung der Kühe. 6,0. Jets kommen runter. Na also, er zuckt doch noch. Auch schön so ein Dösenheli. Schön warm zumindest. Übrigens, Ursache des Brandes war ein abgerutschtes Abgasrohr. Die Abgashitze hatte so freien Zugang zum GFK-Rumpf. Da war der Brand kein Wunder. Tja, lieber Astrid, ich weiß, Modellfliegerfrauen müssen hart im Leben sein. Aber alles nicht so schlimm, sie fliegt ja schon wieder. Naja, es ist ein Jammer. Bei all den Motorenabstellern wird allerdings nicht der jeweilige Hersteller verraten. Schließlich wollen wir uns nicht Geschäftsschädigung vorwerfen lassen.
Ja, die kennen wir doch noch. Hier das neue, flexible Fahrwerk. Das hätte dieser Maschine auch gut getan. Die Nasenbremse erlaubt sehr kurze Bremswege. Bremsen per Radabwurf geht natürlich auch. Am effektivsten ist aber eindeutig der Graben. Die Jagd ist eröffnet. Babyfliegen macht Spaß. Nummer 2. So, jetzt den Platz verschieben. Na. Nasenbremsen geht auf. Oder wie hier die Punktlandung. Überhaupt ist das effektive Abbremsen eines Flugzeugs nach dem Aufsetzen extrem wichtig.